Kein süßes Jahr für die Zuckerrüben von Joël Roesch. Die Wetterkabriolen haben ihr Pflanzen zugesetzt. Zuerst war es kalt wie seit 30 Jahren nicht mehr und dort Niederschläge. Wir hatten einen starken Hagelschlag. Das hat uns die Blätter der Rüben kaputt gemacht. Die mussten auch wieder neu ausschiessen. Sie haben die Energie gebraucht, für Platz zu machen und haben nicht Masse und Zucker zulegen. Für das Zuckerpflanze Zucker bilden, braucht es das richtige Mass von Sonne und Regen, was heuer nicht der Fall war. In den letzten 5 Jahren war der Zuckergehalt im Schnitt in der Schweiz bei 15,8%. Bei der Probe Ende Juli waren es nur 13%. Sollte sich die tiefen Werte bis zur Ernte im Herbst nicht verbessern, wäre das laut der Zuckerfabrik Aarberg ein schlechtes Jahr für die Zuckerbranche. Wie die Zuckerpflanze ist der Weinstock etwa 3 Wochen im Hingerlig. Gerade das Gegenteil von den letzten 5 Jahren, wo es sehr sonnig war, wo für ein Wein gute Jahre waren. Also wir hatten letztes Jahr fast ein bisschen das Extrem. Also wir sind auf Öchsli, also wir messen den Zuckergehalt in Öchsli, relativ hoch gewesen. Das heisst, wir müssen die Trauben heimnehmen, damit wir nicht noch höher raufgehen in Öchsli. Dieses Jahr wird sicher das Gegenteil sein. Also wir sind eher ein bisschen spät drinnen. Wir haben schon mit der Blüte sind wir eigentlich schon relativ spät hinten drinnen gewesen. Für gewisse Sorten ist es also gut, wenn die Trauben weniger Zucker bilden. Problematischer ist aber der Hagel und Mehltau. Das macht uns das Leben nicht einfacher. Ich sage jetzt mal, wir sind verlusttechnisch sind wir irgendwie zwischen 30% und 50%. Mit über 50-80% Ausfällen rechnet der Joël Roesch. Trotz all diesen Schwierigkeiten glaubt er weiter an Zucker. Unsere Hauptprobleme sind eigentlich Krankheiten und Schädlinge. Beim Wetter können wir keinen Einfluss nehmen, das ist wie es ist. Ich plane eigentlich weiterhin, gleichliche Zuckerrübenfläche anzubauen. Vorläufig. Und wir hoffen, dass wir die Thematik Krankheiten im Griff haben. Zuckerrübenpflanzer und Weinbauern hoffen auf ein ideales Wetter für die kommenden 2 Monate. Das könnte ihre Ernte noch retten.